Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf Kurier TV bei unserem Kulturtalk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ich sage ja immer, es lohnt sich auch diesmal, denn heute habe ich nicht nur einen Gast, nein, ich habe zwei, die zufälligerweise beruflich und privat sehr viel miteinander zu tun haben. Die eine ist Regisseurin und seit einigen Jahren auch als Dokumentarfilmerin erfolgreich. Der andere ist auch Regisseur, aber vor allem auch aus Film und Fernsehen und von den großen Bühnen des deutschsprachigen Raums bekannt. Er hat den Jedermann in Salzburg gespielt von 2013 bis 2016. Und jetzt haben sie wieder gemeinsam ein Projekt als Regie-Duo, nämlich am 9. September auf Schloss Esterhazy im Heidensaal präsentieren Sie Ihre Inszenierung von Josef Haydns Oper Aegide. Herzlich willkommen, Caroline Bienkos. Herzlich willkommen, Cornelius Hobonia. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Dank. Ja, letztes Jahr gab es ja das Debüt bei Herbstgold in Eisenstadt mit Mozart Sebastian Sebastien. Heuer Aegide. Das ist Acis und Galatea-Stoff. Was reizt Sie an diesem Werk? Oder was macht es schwierig oder was macht es leicht? Also schwierig macht es vielleicht tatsächlich einerseits natürlich diesen mythologischen Stoff, den wir heute, von dem man nicht mehr ausgehen kann, dass er so bekannt ist und den man natürlich in eine Form bringen muss, die auch heutigen Ohren und Augen tatsächlich verständlich macht, was uns Ovid damals in den Metamorphosen damit sagen wollte. Und das Werk selbst von Haydn ist ja Fragment, also insofern gibt es eine Fassung, die aus den verschiedenen übrig gebliebenen Fragmenten halt eine Spielfassung gemacht hat. Und das jetzt tatsächlich zu einem gesamten Werk zusammenzufügen, glaube ich, ist die Herausforderung dabei. Es ist genau der Reiz für uns, finde ich, diese einfach eine mythologische Geschichte zu erzählen, die aber eigentlich ganz simpel von der Liebe erzählt, von verschmähter Liebe, von der Liebe, die sich wahnsinnig gerne durchsetzen möchte, die gewaltig ist, von falscher Selbsteinschätzung, richtiger Selbsteinschätzung. Im Grunde ganz, ganz einfache menschliche Dinge, eingefasst in eine, wie wir finden, nach wie vor sehr, sehr schöne Musik. Auch dieser eher frühe Haydn, man hört schon die Meisterschaft der ganz späteren Dinge, das ist immer schon da gewesen bei ihm. Und es ist ein großes Vergnügen, das inszenieren zu dürfen. Wie schwierig ist es eigentlich, diesen Heidensaal szenisch zu bespielen? Also es ist tatsächlich auf Konzert ausgerichtet, das heißt akustisch ist man natürlich eigentlich in einer Idealsituation. Für die Bühne selbst, für die Szene ist es natürlich nicht ideal, weil er so lang gestreckt ist und daher sich eine Weite oder eine Tiefe im Raum ergibt, die natürlich für die hinteren Reihen es auch schwierig macht, tatsächlich das Geschehen vorne so verfolgen zu können. Also sprich, man muss an sich eigentlich für ein sehr weit entferntes Publikum und zugleich ein sehr nahes Publikum inszenieren. Und das macht es, glaube ich, es ist eine Herausforderung, aber es macht eben auch die Freude aus, es macht eben die Aufgabe. Es ergeben sich auch immer wieder neue Dinge, die man machen kann, die ungewöhnlich sind, wo man denkt, okay, normalerweise habe ich eine breite Opernbühne vor mir und diesmal ist es wirklich eher ein schmaler Schlauch. Noch dazu haben wir eine Fassung erstellt, die auch sehr, sehr viel mit Sprache zu tun hat. Schlicht und ergreifend, weil wir gewisse Dinge, die Haydn nun einmal nicht komponiert hat, überbrücken müssen, um die Geschichte verständlich zu machen. Wir halten das hoffentlich möglichst kurz und knapp. Die Musik soll im Vordergrund stehen. Aber es ist nötig. Aber wir haben Gott sei Dank ein wunderbares Ensemble, die sich gerne darauf einlassen und die das wo Sängerinnen und Sänger auch mit der Sprache lustvoll umgehen. Das hoffen wir auch so bewerkstelligen zu können, dass auch das Publikum dann Spaß hat. Das ist ein sehr junges Sängerensemble. Es spielt das Ensemble Barucco unter der Leitung von Heinz Ferlesch. Und das Ganze wird dann sozusagen ein musiktheatralisches Ganzes. Nachdem ich Sie beide hier habe, wie kann ich mir das vorstellen, funktioniert die Zusammenarbeit als Regie-Duo auch zu Hause? Da wird da diskutiert oder wer setzt sich durch oder wie läuft das ab? Wer hat die Hosen an? Wer entscheidet? Wir teilen uns eine Hose.
Nein, das in dem Fall ja. Macht es einfach wahnsinnig Spaß, weil man kann tatsächlich wirklich rund um die Uhr reden und das tun wir auch. Also es bleibt dann quasi keine Gedanke quasi ungeteilt. Und das ist sehr schön, weil wir tatsächlich da dann mit in der Diskussion daran gehen, uns Fragen zu stellen, aber auch diese Fragen zu lösen. Und das sozusagen so mit im Dialog für und wieder, und da werfen wir uns die Bälle zu. Also wie gesagt, teilen uns jeweils ein Hosenbein. In der Probenarbeit selber dann ist es so, dass wir, es gibt da keine Aufteilung. Mhm. Ja. Es gibt vielleicht am Schluss einer Opernproduktion ist mit Sicherheit meine Frau, da sie den Regieberuf wirklich von der Pike aufgelernt hat, und bei wirklich sehr, sehr guten Leuten, ist es so, dass sie einfach dann einen gewissen Blick für das Gesamte hat, wo ich mich ein wenig zurückziehe. Ich mich dann vielleicht ein bisschen mehr noch auf die Sänger konzentriere, auf kleine Schärfen, Feinheiten, wie wir glauben, dass es gut ist. Aber es gibt nichts, was nicht abgesprochen wäre. Und in diesem Sinne kann ich nur oder darf ich nur zu unserer Freude ein Kompliment wiederholen, was unser wunderbarer Kollege Max Simonischek uns einmal gemacht hat. Der wurde auch gefragt, wie ist das denn mit den beiden? Und dann hat er den wunderbaren Satz gesagt, na ja, man merkt eigentlich nicht, dass es zwei sind. Das ist schön. Das ist im Grunde das, was es sein soll. Aber wir nehmen uns gewisse Sachen gegenseitig ab. Mhm. Und ich darf gerne sagen, dass ich in dieser Hinsicht der Zauberlehrling bin. Da sitzt die Meisterin. Wie haben Sie ihn zum Zauberlehrling gemacht in Sachen Regie? Das ist ein wunderschöner Zufall, der sich daraus ergeben hat, dass das Angebot kam, Fledermaus gemeinsam. Nochmal eine Skala. Keinem geringeren Haus als der Mailänder Scala haben wir quasi. Das ist ein guter Einstieg für einen Regie. Ja, ich gebe es nicht gern kleiner. Und meine Frau auch nicht für den Musiktheater-Einstieg. War das so, ja. Hat große Freude gemacht und war eine sehr schöne und harte Arbeit, aber ich glaube, wir dürfen sagen, sie war erfolgreich. Damals, ja. Absolut. Und ab da war klar, Sie machen weiter. Ja. Genau. Wir haben ja schon öfter miteinander gearbeitet. Meine Frau hat mich schon inszeniert im Coriolan, am Akademietheater zum Beispiel und andere Produktionen. Und das ist mittlerweile wirklich über 20 Jahre her, als wir begonnen haben, miteinander zu arbeiten, uns überhaupt für Dinge gemeinsam zu interessieren. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass da eine Art von Level ist, vor allem auf Humorebene. Mhm. Ich bezeichne es gerne als unfassbares Lebensglück, das machen zu dürfen, privat und geschäftlich. Wie wichtig ist Humor am Theater? Unglaublich. Nicht minder wichtig als im realen Leben. Also wo es, glaube ich, auch wichtig ist, ob man in der Lage ist, tatsächlich das Leben auch mit Humor zu betrachten oder gewisse Situationen, aus denen man sich dadurch auch herausziehen kann. Humor ist ja auch eine Art von Konfliktstrategie, um mit vielleicht Lebenssituationen, die einem halt contre-coeur laufen, auch klarzukommen. Es ist also... Und es hilft einfach tatsächlich, glaube ich, dass die Welt sich auch... Ja, eben damit auseinanderzusetzen, wie sie wirklich ist. Mhm. Und manchmal ist das halt der einzige Weg auch. Und daher hat Humor auch immer auch sehr viel, kann auch sehr viel mit Not zu tun haben. Mhm. Ja, und aus der Not heraus entstehen ja auch die komischsten Situationen. Und umgekehrt, wirkliche Komik braucht, glaube ich, auch immer diese Not. Ich muss jetzt thematisch mal kurz auseinander dividieren. Was ist Ihr nächstes Regieprojekt? Wiederum ein gemeinsames, nein, stimmt eigentlich gar nicht, nein, das gemeinsame, da ist noch was dazwischen. Das nächste wäre jetzt wieder eine Folge in der Reihe Aufgetischt, den ORF, wo ich wiederum eine kulturdokumentarische Folge gestalten darf. Mhm. Was sind Ihre nächsten Rollen? Meine nächsten Rollen, das ist etwas weiter weg alles. Es sind einige... Es sind zwei Filmprojekte im Laufen, wo die Finanzierung gerade gemacht wird, wo ich noch nicht so viel sagen kann. Mhm. Und das wird aber wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres gedreht. Mhm. Aber eines kann man schon sagen, ein Tatort ist bereits abgedreht mit Ulrich Tukur. Genau, das kann man sagen. Ja, ein Tatort ist abgedreht. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, weil dieser Tatort ein bisschen ungewöhnlich ist. Mhm. Er spielt hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg. Und das sind diese Moreau-Tatorts, die ich sehr gerne habe, immer gesehen habe gerne. Und
mein großes Vergnügen, dass ich da mitspielen durfte. Und nach dem Film mit Costa Gavras, Adults in the Room, war das meine zweite wirklich schöne Zusammenarbeit mit Uli Tuku. Und das war sehr, sehr, ist fein. Ist sehr, sehr fein. Mhm. Weil wir gerade bei Film und Fernsehen und Theater sind. Was macht mehr Spaß, Theater oder Film, Fernsehen? Geht man da gleich ran oder anders? Oder? Also jetzt vom Schauspiel her ist es ist eine total unterschiedliche Spieltechnik, mhm, und Arbeitstechnik. Beim Fernsehen oder beim Film drehe ich mehr oder minder durcheinander. Und bin froh, wenn ich jetzt sagen darf, dass wir in unserer Fassung, wir haben eine Erzählerfigur geschaffen, was Acide betrifft. Und da werde ich wieder auf der Bühne stehen dürfen. Das heißt, ich inszeniere und spiele. Und das mache ich eigentlich gar nicht so gerne, aber das ist sehr, sehr schön. Und es ist eine Freude, wieder auf der Bühne zu stehen. Mhm. Es kommt aufs Projekt an. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich würde nie sagen, so, jetzt mache ich das nur so. Was allerdings eine Tatsache ist im Moment, dass ich mit dem Theater manchmal durchaus Schwierigkeiten habe, was jetzt so läuft, schlicht und ergreifend, weil sich das sehr in Projekte teilweise verzettelt. Mir fehlen tatsächlich Stücke. Ich halte das teilweise für einen Mangel an der Abilität, Stücke schreiben zu können, mit Drama umzugehen, teilweise eine Verweigerung, mit Pathos umzugehen, mit wirklichem Humor umzugehen. Es hat eine Art von Ironisierung. Und das ist ein und derselbe Theaterkanon, der gemacht wird, der mich ein bisschen nervt, um ehrlich zu sein. Und deswegen im Moment als Schauspieler drehe ich lieber. Mhm. Im Moment. Mhm. Einfach, weil ich gerne Geschichten erzähle. Mhm. Aber es kann sich wieder ändern. Das kann sich wieder ändern, auf jeden Fall. Wie ist Ihre Herangehensweise bei Film und Theater? Ist da auch so ein großer Unterschied? Oder? Also bei dem, was ich gegenwärtig im Film machen darf, wo ich jetzt im Moment arbeite, ist es tatsächlich, kommt es auf das Gespräch auch an und auf das Momentum, das man im Gespräch heraus arbeiten oder einfach erfüllen kann mit einem Gesprächspartner, um das wiederum in den Kontext zu stellen eines bestimmten Ortes, den man damit auch repräsentativ zeigen, vorstellen, erfahrbar machen möchte. Da muss man also sozusagen im Gespräch eigentlich auch etwas festhalten, wiederum filmisch, was nur einmal so entstehen kann. Im Theater dagegen ist dieser Moment, den man erstmal erarbeitet, muss dann wiederum der Sänger, der Schauspieler oder Sänger Schauspielerinnen am Abend halt aus sich heraus wiederum aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrung in den Proben machen. Also das ist insofern natürlich eine andere Arbeitsweise. Und ich glaube, dann in der Fiktion hat man nochmal diese Möglichkeit im Film natürlich auch durch all die Postdramatik, also die Nachbearbeitung, dass man tatsächlich natürlich auch Dinge noch ganz anders darstellen kann, als man sie jetzt auf der Bühne für den Zuschauer sichtbar machen muss. Also es sind ganz andere Herangehensweisen letztendlich, wie man arbeitet mit dem Bild, das man herstellen muss, entweder auf der Live-Bühne als für die Gegenwart des Zuschauers, der Teil des Ganzen ist und der natürlich mitatmet und das auch maßgeblich mit beeinflusst, was man oben sieht, oder ob man tatsächlich für ein mehr oder weniger nicht vorhandenes Publikum in eine Kamera arbeitet. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied noch. Das Einzige, was ich beim Publikum, beim Film wirklich nicht vermisse, das sind die losgehenden Handys, die ich sonst in meinem Theater habe. Das ist bei jeder Aufführung, ist es leider Standard geworden. Das stimmt, ja. Weil ich vorhin erwähnt habe, dass Sie den Jedermann gespielt haben in Salzburg. Haben Sie Ihren Nachfolger verfolgt in dieser Rolle oder haben Sie gesagt, so, schaue ich mir gar nicht mehr an? Habe ich gesagt, so schaue ich mir nicht an. Aber weil das... Und ich glaube, das macht jeder, auch der Niki Ofzarek, mit dem ich mal gesprochen habe, hat gesagt, ich schaue dich auch nicht an. weil das ist so. Man hat selber, glaube ich, in dieser Rolle einen so abgeschlossenen Kubus von Gefühlen, Erlebnissen, Zuständen. Meine Vorgänger habe ich mir angeschaut, was immer da war an Filmaufnahmen etc. Helmut Lohner habe ich live gesehen, vor vielen, vielen Jahren.
und habe versucht, da einfach mich durchzufinden. Und danach aber nicht mehr, weil es ist wirklich, man hat da seine ganz eigene Welt, mhm. Die, glaube ich, möchte man gerne unberührt lassen. Und das macht auch, glaube ich, jeder, der diese Rolle jemals gespielt hat, so. Glaube ich. Ich weiß es, ich nehme es an. Ich mache es auf jeden Fall so. Jetzt führe ich Sie wieder zusammen. Wenn Sie sich ein Werk aussuchen dürften für eine gemeinsame Regie, was wäre das? Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt unterschiedliche Antworten kommen. Auf drei? Auf drei, okay. Don Carlos. Don Carlos. Ja. Warum? Ja. Weil es einfach ein brillant gearbeitetes Stück ist, einmal dramaturgisch gesehen von dem, was Schiller ursprünglich da rein geschrieben hat oder wie er es verdichtet hat. Mhm. Er hat ja Geschichte tatsächlich genommen und sie verdichtet. Und so wunderbare Sätze wie Verführung ist die wahre Gewalt. Ja, ist etwas, was man spürbar machen kann in einem solchen Drama, wo es wirklich einerseits um das familiäre, um das persönliche Drama geht, eines Menschen, den man nicht lieben darf, aber unbändig liebt, und gleichzeitig um das politische Drama, dass man für eine Freiheit arbeitet, gegen die aber tatsächlich nicht opportun ist, wo man tatsächlich auf enorme Widerstände innerhalb der Gesellschaft stößt und mit wahnsinniger Gewalt konfrontiert ist. Mhm. Das ist das Innere des Dramas, und das natürlich irgendwie auf musikalischer Ebene noch wiederum von Verdi vertont ist so ein, sagen wir mal, absolutes Highlight, das man hoffentlich mal in die Finger bekommt. Das ging ja auch das Stück. Mhm. Oder natürlich. Aber da haben wir noch nie zusammen Regie geführt. Das ist eher das Feld meiner Frau. Aber mal sehen, je nachdem. Also Sie könnten ja beides machen. Den Schiller, genau. Don Carlos und den Verdi, ja. Don Carlo. Das stimmt. Das wäre exakt. In der ersten Hälfte das Stück, nach der Pause die Oper. Alles klar. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Noch einmal zurück zu Herbstgold und zu Achide. Gibt es für nächstes Jahr auch schon Pläne? Sie meinen jetzt für Eisenstadt? Mhm. Soweit wir wissen, noch nicht. Aber Sie würden zurückkommen? Natürlich. Es ist sehr schön, dort zu arbeiten. Und genau. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Was soll das Publikum aus dieser Achide mitnehmen? Liebe. Ja, und den Umgang damit. Vielleicht, wenn wir es schaffen, durch dieses kleine, wunderbare musikalische Stück, vielleicht, wenn das Publikum rausgeht und sagt, ja, da habe ich vielleicht in einem kleinen Streit oder so mit meinem Partner oder Partnerin, habe ich vielleicht überreagiert, vielleicht könnte ich es anders machen. Vielleicht traue ich meinem eigenen Gefühl nicht und sollte ihm aber trauen, weil es zu lieben bedarf Mut. Bedarf des Mutes. Und vielleicht können wir einen kleinen Anschub geben, sozusagen, ja, ich traue mich, ich mache das. Ich halte vor allem gewisse Dinge durch. Ja, und zu dieser Liebe auch zu stehen. Auch wenn Gefahr im Verzug, also wenn wirklich große Gefahr droht, dass man halt eben nicht so schnell die Flinte ins Korn wirft und sich sagt, das ist dann lasse ich es halt, dann suche ich mir eine andere. Weil die ist mir zu gefährlich, das Umfeld, ja, ist mir zu kompliziert, die Beziehung. Nein, und dass man dieser eigentlich ja jugendlichen Unbändigkeit von Liebe halt, was natürlich mit Naivität zu tun hat, der blendet einfach eine Lebensgefahr aus. Das hat einerseits eine Naivität, wo man sagen kann, schön dumm, aber andererseits ist es eben auch diese bedingungslose Liebe, die man hoffentlich auch spürbar mitnehmen wird. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wird heute auf der Welt zu wenig geliebt? Ja, ich glaube schon. Sonst wäre, glaube ich, die Weltlage nicht derart kritisch oder kriegerisch umkämpft. Ja, vielleicht ist es ein nicht mehr zuhören können. Ich glaube, wir sind alle, es gibt keine Konfliktfähigkeit mehr. Es wird nur noch aufeinander eingebrüllt und eingeschrien. Man kann, um gewisse Dinge vielleicht erreichen zu wollen, auch mal etwas härter an die Tür treten. Warum nicht? Nur hinterher im Gespräch bleiben, das ist das Wichtige. Nicht zu sagen, das sind die und das sind die und das ist jetzt aus, sondern versuchen, im Gespräch zu bleiben, auch wenn das sehr, sehr schwer ist. Mit gewissen Leuten geht es gar nicht mehr, weil da ist einfach der Zug abgefahren. Das ist dann aber so, was mir dran fehlt, ist vielleicht dann doch ein gewisses gemeinsames Einverständnis, was möglich ist und was nicht sein sollte.
Das hat mit purem Humanismus zu tun. Ja, dann freut es mich umso mehr, dass wir so wunderbar miteinander gesprochen haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 9. September 1930, Schloss Esterhazy Heidensaal, Josef Haydn, Atschide. Hören und schauen Sie sich das an. Ich glaube, es lohnt sich. Und bitte bleiben Sie uns treu. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder bei uns dabei sind.